Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Sicherheitsguide «Sicherheit neben der Piste». Seit über 5 Monaten haben wir jetzt an diesem Projekt gearbeitet und es hat uns extrem viel Spass gemacht und wir haben extrem viele neue Sachen gelernt. Im folgenden Video wollen wir euch zeigen, was wir gelernt haben und auf was ihr achten müsst, wenn ihr neben der Piste geht. Viel Spass! Vorbereitung. Etwas vom Wichtigsten, wenn man neben der Piste will, ist das Planen. Die Planung muss immer mit dem Lawinenbild abgestimmt werden, da das sehr wichtig ist. Aber was ist überhaupt das Lawinenbild? Das Lawinenbild gibt Infos über die aktuellen Schneeverhältnisse. Es wird alle Morgen, so etwa um die 6 Uhr, von speziellen Bergleuten geschrieben. Die Bergleute, die zum Beispiel Schnee analysieren und schauen, ob es zum Beispiel Triebschnee hat, ob es immer noch der alte Schnee von gestern liegt, ob es Neuschnee gegeben hat über die Nacht, ob es eine warme Nacht war. Und dadurch kommt dann das Lawinenbild an die Stange, das ihr auf slf.ch/lawinenbild anschauen könnt. Es gibt euch Bescheid darüber, wie ihr euch verhalten im Tiefschnee. Es gibt 5 verschiedene Stufen, wobei wir aber nur 3 beachten. Es gibt gering. Dort könnt ihr bis 40 Grad Hänge fahren. Es gibt mässig. Dort dürft ihr Hänge bis 35 Grad fahren. Und es gibt erheblich, wo ihr Hänge bis 30 Grad dürft fahren. Falls es gross oder sehr gross ist, habt ihr eigentlich nicht mehr auf dem Berg zu suchen, weil dann ist die Lawinengefahr so gross, dass man einfach auf der Piste getroffen werden kann. Und das wollen wir ja nicht. Sobald ihr die Route geplant habt, könnt ihr White Risk brauchen. Das ist ein Tool von Suva. Mit diesem Tool könnt ihr eure Route planen und direkt auf dem Smartphone wieder hervorholen und dann wisst ihr immer genau, wo ihr seid. Jedoch ist das Tool nicht ganz kostenlos. Aber uns denkt, wenn man schon neben die Piste geht, kann man auch mal etwas ausgeben. Suva hat uns das Tool zur Verfügung gestellt und uns denkt, es ist sich wert, es zu kaufen. Ein weiterer Aspekt bei Tourenplanung ist, dass man es anderen Leuten sagen sollte, wo man durchfährt. Bei White Risk ist das genau eingebaut, damit man genau sieht, wo man durchgefahren ist. Man sollte aber gleich anderen Leuten mitteilen, dass man auf eine Tour ist gegangen. Und wenn es enge Vertraute sind, wäre es sogar gut, wenn man ihnen Zugangsdaten von White Risk gibt. Weil dann kann man immer nachschauen, wo sie durchgefahren sind. Und wenn, falls es zu einer Verschüttung kommt und man sie lange nicht sieht, dann weiss man, welche Tour sie geplant haben. Wenn ihr keine Lust habt, eine eigene Route zu planen, könnt ihr in so einem Guide nachschauen, was es für andere Routen gibt, die schon andere sind gefahren. Alle nötigen Informationen sind dort dabei. Bei Routenplanung sind auch noch andere Regeln zu beachten. Zum Beispiel die Wildruhezonen. Die könnt ihr unter wildruhezonen.ch nachschauen. Bei der Vorbereitung sollte man auch schauen, wer alles mitkommt. Und vor allem auch, wie sie mitkommen. Ob sie jetzt Snowboarder sind, Skifahrer sind oder ob sie mit Schneeschuhen unterwegs sind. Man sollte nicht eine zu grosse Gruppe haben. Maximal 10 Personen sind etwa angebracht für eine Skitourengruppe. Man sollte auch wissen, wie viel Erfahrung die jeweiligen Personen mitbringen. Und so die Tour dann auch richtig planen, sodass alle nachkommen und es nicht schwer ist für alle. Zeichen von Natur. Ein Zeichen davon sind Bäume. Wenn es noch Schnee auf den Bäumen hat, dann weiss man, dass es nicht hat geluftet, dass es hat geschneit und dass es kalt war. Wenn es keinen Schnee mehr auf den Bäumen hat, dann weiss man, dass es warm war oder geluftet. Ob es Wind hatte, sieht man auch daran, ob es Schneeverfrachtungen hat. Schneeverfrachtungen sehen etwa so aus. Man sieht, dass es von der linken Seite schön oben drüber gewindet hat und dann schöne Abstufungen gemacht hat. Wenn es Windverfrachtungen hat, dann ist so diesem Hocker sehr gefährlich, weil dann kann es auf einem Fleck extrem viel Schnee haben und der rutscht dann sehr schnell ab. Ob es eine klare Nacht war oder nicht, erkennt man hier dran, wenn sich Schneeblättchen auf der obersten Schicht des Schnees bildet.
Die bilden sich so, dass wenn es eine klare Nacht ist, die unterste Schicht wie schmilzt und der Dampf aufsteigt und, oben, und sich oben wieder setzt. Die Schicht gefriert nach und so bilden sich Schneeblättchen. Material kommt. Man sollte immer, wenn man neben die Piste geht, ein Elfo-S dabei haben, eine Sonde dabei haben und eine Lawinenschaufel dabei haben. Diese drei Sachen sind extrem wichtig. Wichtig beim lawinenverschütteten Suchgerät, auch genannt LVS, ist, dass es nicht neben einem Handy platziert ist und dass es immer vollgeladen ist, wenn man neben die Piste geht. Das Einzige, was wichtig ist bei Sonden, ist, dass sie mindestens 2 Meter lang sind. Weil sonst kommt man nicht ganz bis am Boden und dann sieht man nicht, ob jemand unten dran liegt oder nicht. Bei Lawinenschaufeln ist wichtig, dass sie aus Metall ist und dass es vorne eine Spitze hat, für das man auch bei eisigen Verhältnissen pickeln kann. Nice to have ist auch noch eine Rega-App, die ihr auf eurem Smartphone installieren könnt. Das war es von unserem Sicherheitsguide. Wir danken sehr unseren Hauptsponsoren, der Lukas Ebi, Marlene Zimmermann, Derika Heubi und Christoph Dick und das Portal Local in Engelberg. Ganz herzlich möchten wir auch noch unserem Projektleiter, dem Reto Schweizer, danken. Wir wünschen euch jetzt noch sichere und gute Abfahrten neben der Piste und merci vielmals, dass ihr zugeschaut habt.